Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Eieröffnen. Wir haben wieder Ende des Monats, klar, sonst kommt es immer samstags, aus zeitlichen Gründen leider diesmal sonntags. Aber wir gucken doch mal rein. Ich habe sogar diesmal ein legendäres Goldei noch aus dem Event rumfliegen. Deswegen gehen wir da direkt mal als erstes ran. Aber kein Fünfer. Schade. Durch die neue Animation haben wir da auch ein bisschen was anderes. Also sieht man direkt, wenn ein Fünfer mit dabei ist. Da war jetzt leider auch keiner dabei. Dann gehen wir direkt auf die Licht- und Dark-Eier. 7 Stück haben wir da mittlerweile wieder von. Und es ist kein Fünfer mit dabei. Nicht mal ein Vierer. Danke. Bei den Eiern habe ich auch am wenigsten Glück irgendwie. Okay, da war wenigstens mal ein Vierer jetzt dabei. Wobei ich den eigentlich gerade nicht brauche. Ich finde diese Geräuschkulisse, also ich höre die jetzt das erste Mal seit dem Update, wo das hier so neu gekommen ist. Finde ich schon weird. Ich habe auch diesmal ein bisschen mehr Platz geschaffen. Ich werde trotzdem ein paar Mal wahrscheinlich die Pause nutzen müssen. Hat ja beim letzten Mal auch super geklappt. Und dann einfach wieder freilassen und erneut aufmachen. So, 2 Feuerkuras mit dabei. Läuft doch. Noch eine Feuerkura. Natürlich wäre es geiler, wenn die noch in Alternativ wäre. Schade, da war jetzt nichts mit dabei. Aber dann gehen wir jetzt an die 3 bis 5 Eier. Da haben wir fast 400 Stück zusammengesammelt. Ich muss auch sagen, durch den Umzug diesen Monat konnte ich nicht allzu viel spielen. Dadurch sind wahrscheinlich ein paar Eier mir durch die Lappen gegangen. Weil ich dann kein Internet hatte und das Datenvolumen weg war, dann habe ich es nur genutzt, wenn ich von irgendwem WLAN schnorchen konnte. Aber jetzt im Moment geht es Gott sei Dank wieder. Ich habe eine stabile Leitung. WLAN ist sehr gut, obwohl der Router eine Etage über mir ist. Also kann das Spiel auch während ich andere Dinge hier am PC mache wunderbar funktionieren. Oh, eine Alternativ-Hanna. Also ich muss auch sagen, es geht schneller und ich sehe schon, unser Postfach ist wieder voll. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, dann geht es auch direkt weiter. Ich habe beinahe vergessen, dass ich mir gerade auch ein paar Mehrmals sammeln muss. Weil ich habe noch eine Lichtmehrmalt bekommen. Die kann man bestimmt noch irgendwo einsetzen. Bald kommt ja auch wieder das Event für sie, für die Superentwicklung. Da würde ich gerne die Licht mitnehmen, zumindest einmal für die Gems natürlich. Ich habe jetzt bei dem Endiku-Event viel rausgepustet, aber nur den Schirm bekommen, nichts anderes. Hanna habe ich auch noch eine, die ich, eine Lichthanna, die ich auf E3 machen möchte. Also ist da auch einiges, was ich jetzt behalten möchte und werde. Beziehungsweise auch nebenher dann beim Freilassen auch zusammenschmeiße. Aber die Firmware lassen auf sich warten. Mittlerweile ist mein Speicher zwar immer noch voll, aber ich konnte alles wieder reinpacken. Radis werde ich im Moment keine sammeln. Da habe ich sehr viel genug von. Okay, und dann werden wir jetzt gleich mal freilassen müssen. Schade, immer noch kein Fünfer dabei. Vielleicht in der nächsten Runde. So, lustigerweise habe ich gerade gesehen, meine Mehrmalt ist E3. Wäre auch lachhaft, wenn sie nicht schon E3 wäre, aber sie ist noch keine Stufe 60. Da habe ich echt gedacht, dass ich die noch nicht gebaut habe. Und eine zweite habe ich nicht. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Wieder eine Alternativ-Hanna. Eine Alternativ-Kura wäre mir allemal lieber. Oder vielleicht noch der ein oder andere Fünfer. Vielleicht so eine Okeanos.
Wäre auch nice to have. Die Wasser bin ich gerade im Moment sehr stark am Ausprobieren. Leider ist mein Wasserteam, ja, es ist quasi auf dem Stand gerade, alle auf rote Seen zu werden. Ich teste sie jetzt gerade mit Gilgamesh, Indra vorneweg für noch mehr Angriff. Die sind im Blutsauger-Set gebaut, mit Bayona noch dazu, mit Crit-Rate, Crit-Damage und ATK. Und da bin ich gerade ein bisschen am Rumprobieren. Wäre natürlich cool, wenn die Okeanos dann noch Level 3 wird. Ansonsten sind dabei bis auf eine Bast alles E3. Aber die Bast könnte ich mir schenken, wenn da noch eine Okeanos käme und ich die nächste Line, also die obere, auch so bauen könnte. So, wir ziehen jetzt einfach mal durch. Der Speicher ist voll. Aber es sind nicht mehr viele Eier. Deswegen ziehen wir jetzt einmal eiskalt durch. Dann haben wir es für diesen Monat auch schon wieder geschafft. Und wie es aussieht, möchte einfach kein Fünfer kommen. Und mein liebevoller Radis, den ich nicht brauche, kein Fünfer. Die letzten fünf. Kein Fünfer diesmal dabei. Schade. Ich bedanke mich fürs Zusehen, trotz alledem. Mal gewinnt man, mal verliert man, beziehungsweise mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.